Eliana Burki, auch das Alphorn-Spiel hat eine tragische Rolle hier im Spiel. Ja, wie habt ihr die Musik komponiert für das Stück? Also ich bin vor allem das erste Mal raufgekommen von einem Jahr und ich habe das Matterhorn das erste Mal so nah gesehen und es ist mir irgendwie so kalt der Rücken abgelaufen und ich habe die Melodie schon gehört, die Emotionen. Und nachdem als ich noch ein Skript gelesen habe von der Livia, ist es irgendwie so hineingeflossen und ich habe es irgendwie wie gespürt und gehört. Ich bin ein paar Mal Nacht aufgewacht und habe wieder die Ambiance hier nachgespürt und habe nachher einfach die Musik eigentlich dazu relativ schnell können schreiben. Jetzt ihr singt und spielt, wie ist das so während der Auftritte? Für mich extrem schön und ich habe meine Bühne mit Sicht zum Matterhorn. Es ist meditativ und gleichzeitig mystisch und jeden Tag ein anderes Wetter. Also ich finde es extrem ein einmaliges Projekt und freue mich immer unglaublich, was jeden oben anders wird. Was noch schwerer ist, ihr spielt ja live. Wie ist das mit der Nervosität? Geht das so ein bisschen? Ich bin eigentlich grundsätzlich nicht so nervös, ich bin immer recht relaxed so von meinen Konzerten, also eine gute Anspannung. Was mich mehr nervös macht, ist immer das Wetter, wo die Hörner zum Teil verstimmen sich, wenn es zu kalt ist oder wenn es regnet, ist es heikel für das Harmonium. Aber irgendwie ist mir auch wetterfest und haben wir eine gute Lösung. Wenn man so Freilichttheater macht, muss man auch auf alles gefasst sein. Merci vielmals, Eliana Burg. Danke vielmals.